Der Kinocast. Dann herzlich willkommen hier zu einer kleinen Sonderausgabe vom Kinocast. Der Chris und ich. Hallo. ihr hört es vielleicht schon ein bisschen an der Audioqualität. Es klingt ein bisschen anders als sonst, denn wir sind heute mal vor Ort bei den Lux Studios in Stuttgart. Und da ist die Andrea bei uns am Tisch. Hallo. Ja, hallo. Und wir sind hier in einer, würde ich sagen, New Yorker loftartigen Atmosphäre. Und ich habe gerade erfahren, das war früher meine Kirche. Stimmt. Also falls hier irgendwie das Echo zu hören ist. Echo. aber warum sind wir hier? Nämlich die Lux Studios haben einen Film am Start, der heißt Manu Flieg Flink, was ein bisschen zungenbrecherisch ist. Genau. Der englische Titel ist ja irgendwie Manu the Swift. The Swift, der ist etwas einfacher, ja. Aber die Lux Studios haben ja nicht nur diesen Film gemacht, sondern auch ein paar andere Sachen, können wir ja auch mal drüber reden. Vielleicht stellst du dich mal oder ganz kurz vor, ja? Was sind die Lux Studios? Was machst du so? Ja, also mein Name ist Andrea, so wie du gerade schon gesagt hast. Ich bin Regisseurin und Produzentin von Manu Flieg Flink. Das ist unser erster selbstgemachter Animationsfilm in 3D-Technik, also alles im Computer generiert. Und wir haben auch das Drehbuch dazu verfasst und geschrieben mit Drehbuchautoren gemeinsam. Und daran arbeiten wir eigentlich seit ungefähr 5 Jahren. Und jetzt freuen wir uns total, dass es in die Kinos kommt. Und bibbern so ein bisschen und zittern und wünschen uns ganz viele Zuschauer. Weil das was Einmaliges ist, was in Baden-Württemberg so noch nie vorgekommen ist. Also dass sozusagen hier von der Pike auf eine Geschichte originär entwickelt wird, Drehbuch geschrieben wird, auch gefördert wird von der örtlichen Filmförderung. Und dass das dann tatsächlich auch hier zu 95% in Baden-Württemberg hergestellt wird und dann in die Kinos kommt. Und zwar nicht nur in Baden-Württemberg, sondern deutschlandweit und darüber hinaus auch noch in die Welt. Ja. Also wir haben auch einen Weltvertrieb. Und vorher haben wir halt sowas gemacht wie The Grand Budapest Hotel von Wes Anderson. Da haben wir 385 Shots gemacht, die alle so nach den Visionen von Wes Anderson gestaltet worden sind. Und wir haben auch schon bei 2 internationalen Hollywood-Projekten mitgemacht, die Roland Emmerich als Regisseur geleitet hat. Und das war super spannend für uns, weil wir dadurch eben auch so ein bisschen ausprobieren konnten und gelernt haben, dass das, was wir halt seit über 12 Jahren jetzt machen, was Effekte und Animationen angeht, eben international sich auch sehen lassen kann. Also ich werde dann auch so ein kleines Showreel von euch mit verlinken. Das habt ihr auch auf eurer Webseite drauf. Das ist ziemlich beeindruckend, fand ich. Weil da sieht man zum Beispiel, wir können es ja auch nennen, die Emmerich-Filme Independence Day 2 und White House Down war das ja. Richtig. Da sieht man dann zum Beispiel die einzelnen Layer, die da so reingelegt werden. Also da ist eigentlich nichts da. Ja, und ihr baut eigentlich komplett New York nach mit einem weißen Haus, mit tausenden Menschen und so weiter. Also die Tricktechnik ist ja mittlerweile echt so weit, dass man sagen kann, wow, man erkennt fast keinen Unterschied mehr. Außer wenn es jetzt wirklich schlecht gemacht ist, wie was weiß ich, bei Dogs of Berlin in der Serie jetzt gerade mit dem Fußballspiel oder so. Da sieht man es noch, dass es ganz schlecht ist, aber das habt ihr ja nicht gemacht. Ist schon sehr, sehr beeindruckend. Nochmal zurück zu Manu erstmal, weil über die anderen Sachen können wir später gerne noch reden. Hier habt ihr ja auch bekannte Synchronsprecher gewonnen. Also für die englische Fassung hatte ich gesehen, William Dafoe und Kate Winslet. Wie kommt man denn daran? indem man wahnsinnig geduldig und lange wartet und ganz viel versucht und ungefähr 99 Mal scheitert und beim 100. Mal klappt es dann. Habt ihr die direkt angefragt oder ging das irgendein Das ging über den Agenten oder? Dann. Ah, okay. Also und zwar war das so, dass wir irgendwann mal bei einem FMX-Dinner, hier gibt es ja immer im Mai, gibt es FMX, das ist so eine Fachkonferenz für Visual Effects und Animation. Und da gibt es ganz häufig die Gelegenheit dann für örtliche Firmen, die dann auch Vorträge halten, die anderen Vortragenden zu treffen. Und da gab es ein großes Abendessen und dann tauscht man sich halt am Tisch so ein bisschen aus darüber, was man gerade macht, was gerade die Projekte sind, was als nächstes ansteht und so. Und dann hat einer mit mir gesprochen, von Prime Focus war der, und hat mich dann halt gefragt, was macht denn ihr gerade so und was steht denn bei euch das nächste Jahr auf dem Programm? Und habe ich halt erzählt, dass wir den ganzen Animationsfilm machen in 3D-Technik. Und dann sagte der so, wow, gibt es irgendwas, was ihr noch braucht? Und ich glaube, der hat eigentlich gehofft, dass ich sagen würde, ja, wir brauchen noch mehr Manpower. Ja, also wir haben da noch einen kleinen Auftrag für euch. Aber ich habe gesagt, das Wichtigste, was wir eigentlich bräuchten, wären sozusagen berühmte Namen, also international bekannter Cast. Weil Chris und ich sind halt noch nicht bekannt, würde ich jetzt mal sagen, als Name für Regisseure. Sie meint jetzt mit Chris den Regisseur des Films, nicht unseren Chris hier. Nur mal so. Genau. Wäre auch spannend.
Also Christian Haas und ich, Andrea Block, wir haben gemeinsam Regie geführt und gemeinsam den Film produziert. Und wir sind halt vom Namen her mittlerweile bekannt als Visual Effects Supervisor und Visual Effects Producer. Aber wir sind bisher noch nicht bekannt als Regisseure für einen ganzen 3D-Kinofilm. Mhm. Und den Namen müssen wir uns erst noch erarbeiten. Und dafür ist jetzt Manu in den Kinos. Und er hat uns dann halt bekannt gemacht mit einer guten Freundin von ihm. Und die war, die ist weiterhin Casting-Agentin und sitzt mitten in London. Und mit der habe ich mich dann telefonisch unterhalten. Und dann hat sie gesagt, wen stellt ihr euch denn vor? Und dann hatte ich schon so eine Shortlist gemacht und auch so eine Gesamtliste gemacht, wo ich mir gesagt habe, okay, für die Rollen würde ich mir den und den wünschen. Mhm. Und wir haben halt in erster Linie an die Möweneltern gedacht, weil die halt sozusagen von der Altersgruppe dann auch passen für unsere Stars, die halt mittlerweile schon den Bekanntheitsgrad haben, den wir uns wünschen. Und dann hat die irgendwann mal gesagt, okay, wenn du Kate Winslet haben willst, das war so mein heißester Tipp. Ich habe gedacht, als ich das Drehbuch damals geschrieben habe mit dem Axel Melzner gemeinsam, wenn ich mir was wünschen würde, wäre es Kate Winslet als Möwenmutter, also Mutter von Manu. Okay. Und ich hätte nie gedacht, dass es klappt. Und dann habe ich ihr das halt gesagt. Es waren aber noch viele andere bekannte Namen auf dieser Liste. Und irgendwann hat die am Montag angerufen und hat gesagt, am Freitag hat Kate Zeit. Und dann habe ich halt erst gefragt, so, welche Kate jetzt? Und dann hat die halt gesagt, ja, die Kate Winslet. Und dann konnte ich das nicht so richtig glauben. Dann habe ich gesagt, so, du meinst wirklich die Kate Winslet von Titanic und allen anderen fantastischen Filmen, die danach kommen? Da sage ich, genau, die kommt gerade zurück mit Idris Elba von den Dreharbeiten zu The Mountain Between Us. Und die hat jetzt ein bisschen Zeit und wohnt in der Nähe von London. Und die könnte jetzt nach London kommen am Freitag. Könnt ihr da auch. Und dann traut man sich nicht, Nein zu sagen, weil das ist dann eine Chance, die man dann also lieber gleich wahrnimmt, weil sonst klappt das vielleicht nie wieder. Und so sind wir dann nach London und haben da Aufnahmen gemacht. Ah, cool. Und Willem Dafoe dann in L.A. oder? Nee, Willem Dafoe haben wir dann aufgenommen in Toronto, während der Filmfestspiele in Kanada. Und da hatte er morgens am Samstag von 8.30 Uhr bis um 14 Uhr Zeit dafür. Und hat er dann auch sein Ohr abgetapt gehabt von dem Van Gogh-Film? Oder? Nee, das war vor dem Van Gogh-Film. Ach, vor dem Van Gogh. Das war vorher. Okay. Und zwar haben wir das 2017 im Herbst aufgenommen, während des TIFF. Und ich glaube, den Van Gogh hat er dann erst 2018 gedreht. Das kam also im Anschluss. Und ja, dazu ist noch zu sagen, dass wir gar nicht vor Ort waren, sondern dass wir das von hier betreut haben. Eigentlich eher unabsichtlich, weil wir nämlich das Flugzeug verpasst haben, weil der Zug hatte einfach technische Schwierigkeiten, wie das so schön heißt. Ja, die vier Feinde der Deutschen Bahn. Genau. Aber unsere deutschen Synchronsprecher, die wir danach dann sozusagen gewonnen haben, die sind ja auch wirklich erste Sahne. Ja, Oliver Kalkofe, ne? Genau, Oliver Kalkofe, der auch nicht nur Satire-Shows macht, sondern eben einfach auch ein ganz hervorragender Hörspielsprecher ist. Definitiv. Und außerdem natürlich ausgebildeter Theaterschauspieler, der auch genügend Wumms mitbringt für unseren Möwenvater, den Yves. Und der hat seinen Job in Berlin gemacht und ich war dann hier und war dann zugeschaltet. Und dann haben wir noch Dodokai, den Star aus Reutlingen, der unseren Nichtfliegervogel aus dem Film, seine Stimme leitet. Guter Freund unserer Sendung. Schöne Grüße. Genau. Und der hat das wirklich hervorragend gemacht, weil wir haben in Tübingen aufgenommen bei Bewegte Bilder und er war dann direkt im Studio und wir haben ihm halt die deutsche Fassung hingelegt und er hat daraus on the fly quasi die schwäbische Fassung gezaubert. Und ich saß wirklich im Kinosessel und habe mich gebogen vor Lachen, weil mein Schwäbisch ist definitiv nicht tauglich, um irgendwie zum Lächeln zu zwingen, ja, aber seins ist natürlich fantastisch. Und was er sich da hat an Ausdrücken einfallen lassen, das war einfach grandios. Und dann haben wir als Hauptdarsteller haben wir von Manu noch den Friedrich Mücke gewonnen, der aus München kommt und der ja mittlerweile auch schon ganz lange Latte hat von internationalen und auch deutschen Kinofilmen. Und ich finde, er ist ein großartiger Schauspieler. Also mit dem die Stimmen aufzunehmen, hat auch nochmal ganz besonders viel Spaß gemacht. Und er hat sehr gelitten, körperlich einfach, weil er die ganze Zeit fliegen musste. Also der musste die ganze Zeit, damit seine Stimme sich so anhört, dass er sich auch wirklich anstrengt, musste er ständig... Mit den Armen gerudert? Genau, er musste tatsächlich so fliegen, so wie sich jetzt meine Stimme anhört. Und nach irgendwie der ersten 2 Stunden Aufnahme oder so, sagt er, oh meine Güte, meine Schulter tut mir richtig weh. Dabei ist er sehr sportlich. Also insofern, das war einfach nur eine ungewöhnliche Bewegung für ihn. Ja, und als vierten Namen, der mir dann noch einfällt, der ganz besonders wichtig ist für uns, ist die Cassandra Steen. Die kommt ursprünglich aus Esslingen
Also auch aus Baden-Württemberg, ist aber gleichzeitig auch amerikanische Herkunft durch ihren Vater. Und die kann halt astrein amerikanisches Englisch und hat ja früher auch mal bei Kiss the Frog eine Rolle gespielt als Prinzessin und hat dann auch gesungen für diesen Disney-Film. Und so bin ich drauf gekommen, dass sie vielleicht ein Faible hat für Animationsfilme. Und sie hat dann auch sehr früh zugesagt und sie hat es hervorragend gemacht. Die spricht die Khalifa, unsere Mauerseglerin, die dem Manu dann so ein bisschen den Kopf verdreht. Ach, die das ist die ganz rechts. Ja, genau. Und vielleicht kommen wir ganz kurz zur Geschichte. Also wenn ich das richtig gesehen habe vom Trailer her, ich habe den Film leider noch nicht gesehen, aber das wird noch kommen. Dann wächst er ja elternlos auf, der kleine Manu, und wird dann aufgezogen von den Möwen. Von den Möwen, genau, die sich irgendwie vorbereiten auf eine größere Reise, glaube ich. Ja. Also im Prinzip ist es so, es spielt in Südfrankreich, direkt in Nizza, auf so einem großen Felsen. Und da leben die beiden Vögelgruppen, also die Möwen und die Mauersegler. Und dazwischen gibt es eine ganz harte Grenze. Das ist ungefähr wie Nord- und Südkorea. Ja? Deswegen hat auch jemand geschrieben, ich glaube, die Innenstadtkino waren es, eine kinderfreundliche Neuinterpretation von Romeo und Julia. Ja, in gewisser Weise, es war. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so eine Geschichte, die einen dazu inspiriert, hoffentlich dann den Kopf ein bisschen aufzumachen und die darin bestehenden Grenzen so ein bisschen zu lösen und zu erweitern. Mhm. Weil zwischen den beiden gibt es, wie gesagt, harte Grenze und beide haben ganz viele Vorurteile, was die anderen können oder nicht können und ob die stinken oder nicht stinken und ob die fliegen können oder nicht fliegen können. Also so der klassische Bereich, wo jeder dann halt immer denkt, dass er so viel weiß über die anderen, aber eigentlich haben die keine Berührungspunkte und die kennen sich nicht. Und der Manu verliert bei so einem Rattenangriff seine Eltern, als er aus dem Ei rausschaut sozusagen, kriegt er das mit, kann das aber nicht richtig einordnen und sucht sich sozusagen seine Eltern aus, weil er wird dann sturzgeboren und erblickt das Licht der Welt alleine, weil sein Ei eben aufbricht und dann sucht er sich sozusagen irgendwo Schutz und er findet halt die Möwen. Und speziell die Blanche, die von Kate Winslet gespielt wird, ist diejenige, die ihn dann unter ihre Fittiche nimmt und ihn beschützt, weil sie nämlich selber keine Küken bisher hatte. Das heißt, für die beiden ist einfach so ein stilles Einverständnis, okay, da schlupfe ich unter, da bin ich sicher. Und sie akzeptieren ihn sofort als Adoptivsohn. Und am nächsten Morgen kommt dann ihr Mann, der Yves, der von Willem Dafoe gespielt wird, und ist da sehr skeptisch, was diesen Neuling angeht, weil der sieht halt ganz anders aus als eine Möwe. Der ist halt dunkler, hat blaue Federn, ist viel kleiner, hat keine richtigen Füße, hat so komische Krallen, hat einen ganz kleinen Schnabel, hat blaues Gefieder und kann noch nicht mal stehen. Ja? Und dann nimmt er die Aufgabe an, sich um den zu kümmern und aus dem eine waschechte Möwe zu machen, was natürlich, wie wir alle wissen, völlig unmöglich ist, aber er versucht es trotzdem. Und das ist im Prinzip seine Geschichte. Und die Interpretation, also Oliver Kalkofe spricht ja die Willem Dafoe-Rolle im Deutschen. Ne? Genau. Denke ich mal, ist er ja vielleicht eher ein bisschen komödiantischer angelegt, im Deutschen jetzt, wie Willem Dafoe vielleicht im Englischen, oder ist es gleich? Nee, das ist gleich. Von der Bedeutung und von der Tonalität wollten wir das natürlich nicht ändern, weil die Animation wird gemacht auf die englische Originalstimme und dann ist die Animation und das Acting fertig und danach wird dann sozusagen die deutsche Synchronfassung oben drüber gesprochen. Und deswegen kann man da auch dann die Gestik und die Body Language und so weiter gar nicht ändern. Das heißt, Willem Dafoe und Oliver Kalkofe haben sich wirklich einen gemeinsamen Möwenvater geteilt und haben dementsprechend auch gar nichts an Ausdruck geändert. Und der Oliver Kalkofe kann auch richtig poltern und auch sehr autoritär sein und auch was anderes außer sarkastisch oder zynisch oder komödiantisch. Jetzt haben wir mittlerweile einen weiteren Gast an unseren Tisch bekommen. Hallo zusammen, ja. Ein wenig spät, aber so ist es, wenn man vom Soundstudio direkt kommt. Jetzt haben wir zwei Chris am Tisch. Ja, genau, Christian Haas, hallo. Ja, unser Chris, meine Wenigkeit ist Erik, genau. Und wir haben schon mal ein bisschen angefangen. Klar. Also, das heißt, wir sind schon ziemlich weit, würde ich sagen. Sehr gut. Aber jetzt, wenn alle da sind, dann können wir ja auch unsere berühmten vier Fragen stellen, die wir immer an Gäste stellen. Die vier Fragen, die hast du schon beantwortet? Nein, hat sie noch nicht. Ich habe gerade nur die Einführung gemacht, habe ein bisschen was über die Geschichte erzählt, habe ein bisschen was erzählt über Kate Winslet und Aufnahme mit Willem Dafoe und wer unsere deutschen Stars sind, die Stimmen sozusagen sprechen. Verstehe. Momentan war es noch sicheres Terrain. Jetzt kommen die kniffligen Fragen. Perfekt. Also, wir haben auch so Fragen, die wir an Gäste stellen, damit unsere Zuhörer auch die Leute ein bisschen einschätzen können, wer ist das so, wie ticken die. Ne? Also, was war euer erster Film, den ihr im Kino gesehen habt, an den ihr euch noch erinnern könnt? Bernhard und Bianca. Aha, okay. War der erste Film, den ich gesehen habe mit meinen Eltern. Da war ich noch echt winzig und die sind mit mir gemeinsam nach Stuttgart gefahren.
und hat sozusagen haben den Film mit mir gemeinsam im Kino angeschaut. Es war irgendwie so ein Sonderspezialprogramm, alte Klassiker von Disney irgendwie im Kino. Und das war für mich das absolute Highlight. Und ich habe Rotz und Wasser geheult und ich habe mich gefürchtet. Und die Farbe Lila ist seitdem immer noch für mich das absolute Schreckgespenst, weil diese Hexe hat mal schrecklich lila eine Klamotten an. Ja. Ja. Also ich weiß ehrlich gesagt, genau, ich hatte jetzt eigentlich genügend Zeit zu überlegen, müsste man meinen. Ich erinnere mich gar nicht mehr an alle meine allerersten Filme. Aber einer, der mir sehr bleibend in Gedächtnis geblieben ist, obwohl es nicht mein erster Film war, bei weitem nicht, ist Terminator 2 seinerzeit. Also der war einer, der mir bis heute noch mit am stärksten im Gedächtnis geblieben ist und mich auch mit am meisten geprägt hat, glaube ich. Also was die Technik angeht, was Erzählweisen angeht. Der war so faszinierend für mich, dass ich da also wirklich noch viele, viele Tage drüber nachgedacht habe nach dem Film. Und das ist einer, an dem ich mich zumindest in jüngeren Jahren stark zurückerinnere. Aber es war auf keinen Fall der allererste, das nicht. Ja, Terminator 2, also da habe ich auch eine kleine Geschichte, die habe ich noch nicht in der Sendung erzählt, glaube ich. Ich bin ja in der DDR groß geworden und Terminator 2 war für mich so der erste richtige Blockbuster, West-Blockbuster, den ich im Kino sehen konnte. Ja. Okay. Weil vorher, es gab zwar so ein paar Filme, die in der DDR liefen, so E.T. lief auch, Dirty Dancing war ich zigmal drin und so. Okay. Aber so dieser erste richtige Action-Kracher. 91, gell? Genau, 91, gut, ja. Das war so der erste richtige, weil solche Action, solche gewalttätigen Actionfilme liefen dann nicht bei uns. Mhm, okay. Das wurde ja ausgeblendet. Also Star Wars lief auch nicht, weil es hat ja auch irgendwas mit Krieg zu tun. Wegen Krieg und so. Ja. Ne? Ja, und das war so der erste, war ich so geplättet im Kino. Ich ebenfalls, ja. Da war ich danach, glaube ich, eine Stunde lang nicht ansprechbar. Ich krieg jetzt einen Gänsehaut. Und ich finde ihn auch heute noch toll. Ich schaue ihn auch heute noch sehr, sehr gerne an. Wobei ich sowieso ein großer Fan bin. Welche Version? Den zweiten, ja. Welche Version? Gibt es zwei Versionen? Gibt es ja den Director's Cut? Ja, beide haben ihren Reiz. Also es gibt ein bisschen Probleme mit dem Director's Cut. So. Ich auch. Es gibt ein paar Szenen drin, die toll sind. Ja. Und auch die technisch vor allem fantastisch sind, weil man weiß, wie sie entstanden sind. Mhm. Kennst du dann vermutlich auch die Szene vor dem Spiegel? Ja. Die ist ja technisch. Ist ja im Normalen auch drin da. Aber im Director's Cut sind ja so ein paar Szenen anders drin. Nee, die Szene ist im Spiel, glaube ich, ab der Stelle, wo spannend wird, haben sie, glaube ich, rausgeschnitten, soweit ich weiß. Ich hatte mal im Making-of sieht man es ja schön. Die hatten ja da wirklich gar kein Spiel drin, sondern haben wir dann mit der Zwillingsschwester von Linda Hamilton gearbeitet. Und die sitzt dann quasi gegenüber und dann haben sie eine Puppe und das sieht dann nur so aus, als wäre es ein Spiegelbild, aber ist es in Wahrheit. Und das ist unglaublich toll entstanden, diese Szene. Aber den ja auch im Regal. Wir haben den mehrfach DVD, Blu-ray, 2D, ich glaube mittlerweile muss ja alles Stereo-Konvertierung mittlerweile auch. Ultra-HD und alles. Ja, wir haben eine ziemlich reichhaltige Blu-ray und DVD-Bibliothek und gucken jeden Montagabend einfach noch alle möglichen Filme, die wir mal gesammelt haben. Abyss fehlt doch in der Sammlung als Blu-ray. Ja, nee, als Blu-ray, den gibt es bis heute leider nicht als Blu-ray. Also wenn ich einen Wunsch frei hätte für den alten Film als Blu-ray, den gibt es nur als DVD. Ja, dass es den nicht gibt. Ja, leider. Und True Lies, die zwei natürlich. True Lies, ja, den habe ich auch damals gekriegt. Also Chris ist ein ziemlicher Cameron-Fan. Ja, das kann man schon sagen. Ja, ich auch. Seit Avatar, würde ich sagen, bin ich auch ein extremer Cameron-Fan. Bei mir ist es unklar, ich konnte Avatar nicht leiden. Ehrlich? Ja, ich konnte damit nichts anfangen. Ich hätte dort sofort Urlaub gemacht. Man hätte mich dort einliefern können für 6 bis 8 Wochen und ich hätte nicht zurückgewollt. Drachenfliegen wäre definitiv meine Lieblingsbeschäftigung. Ich bin aber dann eher auch bei Bernhard und Bianca. Aber da fliegen die ja auch sowas wie. Ja, eben. Wir waren dann mal in Hollywood und dann auch in San Francisco und haben bei LM sozusagen die Originalpuppe gesehen von E.T. Und da bin ich auch dahin geschmolzen, muss ich echt zugeben. Also da war Davy Jones rechts davon und links davon war dann sozusagen die Originalpuppe von E.T. sozusagen noch mit dem Leuchtteil drin. Das sah schon sehr cool aus. Aber das sind halt alles so unsere Filme, die uns geprägt haben und die uns dann auch irgendwie diesen Floh ins Ohr gesetzt haben, dass wir halt einfach auch mal so was Cooles machen wollen wie Pixar und diese ganzen großen Studios in den USA, aber halt natürlich mit dem Bruchteil des Budgets und mit dem Bruchteil an Leuten. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Frage Nummer 2. Was ist euer aktuelles Lieblingskino oder Stammkino?
brauchen wir, glaube ich, fast nicht fragen. Also, ja, also unser Lieblings, wir sind hier in Stuttgarter, das heißt, für uns sind es die Innenstadtkinos eigentlich. Ja, das war die richtige Antwort. Die liegen zentral, die sind technisch toll ausgestattet. Also, ich meine, wir gehen da jeden Montag in die Preview. Okay, nee, wir gehen regelmäßig mittwochs normalerweise. Also, ja, regelmäßig in Anführungszeichen, wenn es die Produktion gerade so erlaubt hat, aber ja, an sich, wenn wir nicht tief drin stecken, dann. Ihr macht ja montags euren Filmabend, da ist ja, in den Innenstadtkinos ist da die sogenannte Sneak Preview. Ja. Das heißt, man weiß nicht, was kommt und ja, moderiert da, da gibt es vorher ein bisschen was zu gewinnen und so. Ne? Genau. Oh, ja, bei oh Mensch. Ja, genau, deswegen sage ich, ich bin da befangen, das ist dann und er ist halt. Ja, er hat keine Wahl. Also. Lieber einfach auch Kinos, die mitten in der Innenstadt sind, sodass man einfach direkt reinlaufen kann und dass man hinterher dann noch draußen das Leben eben erlebt und was trinken gehen kann und mit den Freunden sich noch drüber unterhalten kann. Bei uns ist es meistens so, dass wir erst vorher Kleinigkeit essen, ausnahmsweise mal ein bisschen pünktlicher vom Studio rauskommen, uns dann mit Freunden treffen und dann gemeinsam an dem Abend beschließen, was wir jetzt diese Woche anschauen wollen. Ja, das ist meistens ganz spontan. Also schauen wir einfach nur auf ein Programmheft und dann wird spontan anders. Können wir gleich zur nächsten Frage kommen. Welchen Film habt ihr zuletzt im Kino gesehen, außer eurem eigenen? Außer unserem eigenen wird es jetzt schwierig, weil den habe ich jetzt am letzten Wochenende wirklich sehr häufig gesehen. Ich würde gerade, wir waren am letzten Mittwoch waren wir im Kino mit unserem Volker. Green Book. Green Book, richtig, genau. Genau. Sehr guter Film, hat mich total beeindruckt. War auch eine schöne Erzählweise, gute Schauspieler, ganz besonders gute Schauspieler. Und ich habe mich richtig gefreut für den schwarzen Hauptdarsteller, dass der dann dafür auch belohnt worden ist. Fand ich wirklich cool. Genau. Also ich fand es einen guten Film, aber das ist... Ja, aber so viele Oscars, also ja, er war okay. Also ich mochte ihn schon gerne. War halt einfach eine außergewöhnliche Geschichte. Ich glaube, politische spielt da auch sehr viel immer mit. Klar. Also ja, bei Oscar ist ja dieses Voting, ne? Also es gewinnt ja nicht der Film, den die meisten einen sehr gut geben, sondern der Film, den die meisten irgendwie gut bewerten. Und das stört mich mittlerweile auch dran. Also ich war ehrlich gesagt relativ entsetzt dieses Jahr, als dann Black Panther für den besten Film mit nominiert worden ist. Und ich finde, er hat viele Nominierungen verdient. Es gibt ganz viele Nominierungen, die absolut eben auch bester Film. Da finde ich, nimmt er bestimmt einigen guten anderen Kandidaten den Platz einfach weg. Und das da hätte ich meinen anderen gewünscht. Ich sage, das war für mich zu politisch. Also der beste Film in den USA. Ne? Aber auch wirklich ein guter Film sind ja immer zweierlei. Also das, nee, nicht, dass es schlecht war, aber einfach als Oscar oder als Nominierung dafür. Diese extra Kategorie einführen für diese Blockbuster-Filme. Okay. Und das haben sie ja dann gestrichen und stattdessen, denke ich mir, haben sie ihn dort mit reingenommen. Kann gut sein, weil das ja der erfolgreichste Blockbuster war. Ja, okay. Und welchen Film, vielleicht auch im Rahmen von eurer Montagsreihe, könnt ihr denn empfehlen, der aber eher ein Geheimtipp ist? Wo er sagt, das ist ein Film. Abgesehen von Manu. Also ich hoffe mal, dass Manu nicht mehr so lange ein Geheimtipp bleibt, sondern relativ zügig sich dann auch so sagen. Wir tun unser Bestes. Ein bisschen nach oben schafft. Ein Geheimtipp. Kennt vielleicht also, nicht jeder. Ich finde zum Beispiel, du weißt, du magst den Schauspieler nicht so wahnsinnig, aber ich finde zum Beispiel Lord of War Nicolas Cage, ja. Einer der guten, der gar nicht so oft bekannt ist. Aber noch mehr Geheimtipp in der Richtung gehen ist Thank You for Smoking. Der ist wahrscheinlich noch unbekannt. Der ist groß. Das ist ein super Film. Also das einzige Ende finde ich da ein bisschen. Ja, richtig. Aber von davon abgesehen ist ein toller Film. Also hole ich sofort die Kennt ihr Mandy, den Film mit Nicolas Cage? Nee. Diesen Horrorfilm, diesen B-Movie-Horrorfilm, der letztes Jahr rauskam. Ich bin kein Horrorfan überhaupt. Aber Nicolas Cage. Absolut krasse Rolle. Hätte ich nie gedacht, ja. Echt? Also wenn man irgendwie, kann man mal angucken, vielleicht für eure Montagsreihe oder so. Okay. Muss ja nicht bis zum Ende bleiben. Ja, wenn es nichts ist, ja. Und hast du eine Empfehlung? Also ich mag Almodovar-Filme definitiv gerne. Also Volver finde ich zum Beispiel hervorragend. Ich finde, da gibt es noch einen ganzen Haufen anderer. I Pray Love ist zum Beispiel einer von den Filmen, den ich auch super gerne anschaue. Frida finde ich einen coolen Film. Ja. Mona Lisa finde ich cool. Also es gibt einfach auch ganz große Schauspielerinnen, die immer mal wieder so außergewöhnliche Rollen annehmen, die man ihnen eigentlich gar nicht zutraut. Also insofern. Und dann gibt es natürlich viele neuere, die wir jetzt gerade auch erst ganz frisch gesehen haben, die jetzt bei den Oscars eben mitgelaufen sind. Aber so einen richtigen Geheimtipp habe ich da noch keinen entdeckt. Und wir müssen noch ein bisschen ranschaffen, weil wir sind in letzter Zeit einfach wirklich so sehr damit beschäftigt gewesen, immer die technische Finesse und die letzten Abnahmen zu machen, dass uns ein bisschen wenig Zeit geblieben ist, irgendwie die ganzen gelieferten Filme jetzt auch anzuschauen. Und da müssen wir noch ein bisschen nachholen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, ich auch. Okay, dann
kommen wir mal ein bisschen zu euren anderen Filmen, die ihr so gemacht habt in der Vergangenheit oder wo ihr die Effekte gemacht habt. Zum Beispiel Grand Budapest Hotel habt ihr ja Effekte geliefert. Genau. Da gibt es ja auch dieses Showreel bei euch auf der Webseite und Independence Day. Wie läuft jetzt sowas ab? Also ich sag mal kurz, wie ich es mir vorstelle. Ja, ihr bekommt da einen Auftrag, bestimmte Szenen zu machen. Dann macht ihr das hier auf eurer Rechnerfarm, die ihr da habt. Und dann stellt ihr das irgendwo auf einem Server bereit oder gibt es dann Kontakt direkt nach Hollywood? Fahrt ihr da hin und schon. Baut ihr das ein? Oder also meistens gibt es quasi am Anfang, wenn wir dort sind, gibt es immer regelmäßig Kontakte zu den Studios, mit denen wir einfach seit Jahren Kontakte pflegen. Und dann sprechen wir auch mit denen und fragen irgendwie, wie sieht's denn aus und was gibt's denn als nächstes wieder zu tun? Irgendwann ist man dann so weit, dass sie dann sagen, ja, bei uns gibt's was zu tun. Hier ist Bidding Package Nummer 1, 2 bis 10 oder 12, keine Ahnung. Und dann bietet man halt einfach an. Man bietet also an, wie man das... Ausschreibung, ja, es ist auch so ein bisschen so. Da wird halt geprüft irgendwie, wie sie das einschätzen, wie wir das umsetzen, technisch. Dann wie sie einschätzen, wie unser Preis sozusagen gegenüber der Qualität liegt. Und ich hoffe immer noch weiterhin darauf, dass die Qualität eben auch noch zählt und nicht nur der Preis. Und wenn wir dann den Auftrag bekommen haben, den Zuschlag für 1 oder 2 oder 5 Sequenzen oder eben 400 Shots oder so, dann geht es daran, das wirklich umzusetzen. Und da haben wir dann halt Supervisor, Visual Effects Supervisor als Ansprechpartner und Visual Effects Producer, die dann für die tatsächliche Abwicklung der Preise und des Budgets zuständig sind. Und die Visual Effects Supervisor sind diejenigen, mit denen wir uns wirklich über Skype oder sowas ähnliches unterhalten, damit wir dann auch dieselben Bilder sehen. Und dann spricht man halt wirklich ab den ersten Layouts, spricht man regelmäßig mit denen. Alle 2 Tage, einmal die Woche, je nachdem in welchem Stadion man gerade ist. Ja, wir haben meistens dann den ganzen Arbeitstag. Das ist immer sehr vorteilhaft für die Amerikaner, weil die dann quasi morgens um 8 aufstehen und sehen das Ergebnis von unserem ganzen Arbeitstag. Ja. Während wir dann schlafen, machen die dann ihr Review. Und dann können wir entweder nachmittags um 4 oder so wieder mit ihnen sprechen, das ist bei denen morgens, oder dann halt abends um 11, ne? Wenn das bei denen so mehr oder weniger so gegen Ende ihrer Arbeitszeit ist. Aber und dann kann man sich halt genauer austauschen, was denen noch fehlt, was sie sich noch wünschen. Und es ist dann halt wirklich ein ständiges Ping-Pong hin und her. Also es ist nicht so, dass wir am Anfang alles kriegen und am Ende alles abgeben, sondern das ist schon ein regelmäßiger Austausch. Nee, das vor allem verändert sich das auch teilweise dramatisch. Also White House Down ist ein gutes Beispiel dafür zum Beispiel. Ursprünglich war geplant, dass die Produktion direkt mit Helikoptern vor Ort Aufnahmen von Washington macht, vor dem Weißen Haus und irgendwelche Luftaufnahmen, und wir dann die 3 Marine One Hubschrauber der Präsidenten oder des Präsidenten hineinbauen als 3D-Modelle. Und das war der ursprüngliche Plan, den wir auch angeboten haben. Und wir hatten da auch schon eine Zusage. Und dann kam aber plötzlich dann die Anfrage des Tages per Anruf dann, ja, wir haben leider keine Drehgenehmigung bekommen. Also wir dürfen leider mit unseren Hubschraubern nicht direkt das abfliegen, was wir vorhatten, und können also auch keine Aufnahmen euch zur Verfügung stellen zum Einbauen. Okay. Ist das denn für euch ein Problem, alles aus dem Rechner zu machen, also die gesamte Stadt? Und das ist dann natürlich von der okay. Also da in müssen dem wir Moment dann erstmal schlucken. Uns schon einiges haben. Überlegen und dann haben wir am Ende gesagt, okay, ja, ich glaube, wir kriegen es hin. Also entsprechend mit mehr Aufwand ist das zu bewerkstelligen. Und das Ergebnis ist sehr gut angekommen, was uns sehr gefreut hat. Also wir haben bis heute noch so eine E-Mail, wo uns mitgeteilt worden ist, dass einer von unseren Shots sozusagen quasi der Lieblingsshot von Roland Emmerich im ganzen Film geworden ist. Und das hat natürlich sehr geehrt. Das ist natürlich, da freuen wir uns heute noch. Und der andere positive Effekt war der, dass unsere Effekte eben nicht sichtbar waren. Also wir haben die ganze Intro-Sequenz gemacht für diesen White House Down-Film. Und das ist im Prinzip eine Flugstrecke vom Helikopter, vom Kapitol über das Lincoln Memorial bis hin zum Landen vor dem Weißen Haus. Und darauf waren dann die ganzen Titel eingeblendet. Und die wenigsten Menschen haben gewusst, dass das überhaupt im Computer entstanden ist. Die haben alle gedacht, das ist real gefilmt. Ja. Keiner hat sich Gedanken darüber gemacht, wie das eigentlich gemacht wurde. Aber jeder hat einfach gedacht, irgendwie, das ist einfach real, fotorealistisch, wurde einfach so aufgenommen. Und das hat halt zur Folge gehabt, dass wir halt große Teile von Washington wirklich nachbauen mussten, leuchten mussten. Es war Morgengrauen und die ganzen Helikopter einfach auch sehr detailgenau gestalten mussten und so. Es hat riesig Spaß gemacht. Es waren so In-Visual-Effects, ne? Also mir ist das nicht aufgefallen. Ich habe ja auch hier alle beiden Filme gesehen, also Independence Day und White House Down. Also normalerweise
wir gucken ja viele Filme, da kriegt man das irgendwie, oh, das ist ein schlechter Effekt jetzt oder so. Ne? Ja. Also was gerade mal so kritisch ist, ist so Wasser und Feuer, finde ich. Also bei Feuer, wenn das so... Hat man letztens zum Beispiel, ne, wenn die Sachen reinschmieren, Hard Powder, wenn, oh, ich werfe Sachen rein, das Wasser hat so unrealistisch geschwitzt. Okay. Das ist ein Film an sich gut, aber... Ja, Maßstäblichkeit ist manchmal echt total schwierig, muss ich sagen. Also auch einzelne Wassertropfen dann im Verhältnis zur Einstellungsgröße und des Gegenstands, der da so reingeht. Ich erinnere mich noch genau dran, wie wir so einen Helikopter hatten und dann hat uns der Mark Weigert als Supervisor sozusagen reingezeichnet, wo eigentlich der Kameramann sitzen müsste, um diese Einstellung zu erzeugen und so niedrig fliegen müsste, dass man eigentlich da gar nicht fliegen darf und das ganze Wasser dann weggedrückt wäre. Ja. Und er hat dann halt auch gesagt, naja, wenn der Kameramann wirklich da sitzen würde, dann wäre er natürlich schon mittlerweile ziemlich blutig unterwegs, weil das direkt unter den Helikopter Rotorblättern war. Das ist ja dann heutzutage, ne, also gibt es ja gerade auch so mit dieser ganzen Drohnentechnik, da kann man ja tolle Aufnahmen jetzt machen. Ne, und das ist ja total irre, also auch für kleines Geld. Und genau. Ja, wir hatten damals ganz frisch eine Drohne und haben dann der Produzentin geschrieben, ob wir denn nicht einfach wir sind nach Washington geflogen, haben dort einfach die ganzen Straßenzüge abgelaufen und haben ganz, ganz viele Referenzfotos gemacht. Ja. Ja, eine Drohne, wir könnten theoretisch das Weiße Haus. Genau, und dann haben wir gesagt, so, wir können... Oh, schlechte Idee. Wir wollen nicht, dass ihr den Film aus dem Gefängnis rausmacht. Okay, war im Nachhinein vielleicht besser so. Aber ich habe auch meine Kamera damals ruiniert, das weiß ich auch noch. Also ich hatte dann das Objektiv und das Spiegelreflex tatsächlich geschrottet, weil ich in der Nähe vom Weißen Haus rumgelaufen bin, um Aufnahmen zu machen. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass tatsächlich die drei Marine One Hubschrauber in dem Moment irgendwie ankommen. Und aber genau das taten sie tatsächlich. Also sie kamen wirklich im Tiefflug angeflogen und ich war noch auf Weitwinkel und wollte dann schnell das Tele draufschrauben, voll lauter Panik, ganz schnell. Und dann ist es natürlich gerade runtergefallen und dann war das große Tele kaputt. Passiert dann. Das ist ärgerlich. Wir haben bestimmt tolle Bilder geworden. Ja, nee, also das, also beeindruckende Filme, da, also von den Effekten her auch. Ne, also das, ich wo ich es jetzt gesehen habe, euer... Die Aufnahmen, da habe ich gedacht, was, das war ein Effekt. Also da gerade auch so die Anfangsszenen, wo der Hubschrauber dann so über dieses Wasser fliegt und das verteilt sich dann so, da habe ich nicht gedacht, dass die Technik schon so weit ist, dass man das so gut hinkriegt. Das war sogar das eigentlich besonders, also aus rückwärtiger Sicht genau jetzt betrachtet, ist es besonders gut geworden, weil wir nämlich seinerzeit noch gar keine Fluid-Simulation bei uns im Studio eingesetzt haben. Also das waren tatsächlich noch richtige klassische Texturtricks. Das waren noch mit speziellen Maps, mit Oberflächen, die wir da draufgelegt haben. Mittlerweile bei Manu zum Beispiel sind alle Wassergeschichten wirklich eine reine Simulation. Also das ist dann richtig schön auch durchsimuliert vom Anfang bis Ende. Aber das dort war es einfach schon sehr schön, fand ich. Stimmt, da gibt es auch diesen einen Shot von oben. Ja, das ist richtig schön geworden. Also wir haben es bei Manu echt krachen lassen, was es alles angeht. Wir haben es uns so schwer gemacht, wie man es sich eigentlich am ersten Film nicht machen sollte. Wir ist ja auch ein bisschen Werbeclip für euch jetzt, würde ich sagen. Ja, aber 88 Minuten ist dann schon ein langer Werbeclip. Ne? Also wir haben uns Vögel ausgesucht, die man riggen muss, damit sie die Flügel einfalten und fliegen können müssen. Sie müssen im Schwarm fliegen, sie müssen in Formation fliegen. Mhm. Wir haben jede Menge Wasser um uns rum, ja, also das Mittelmeer und dann verschiedene kleine Teiche und Tümpel und so weiter. Mhm. Wir haben einen riesen Sturm, wo dann riesengroße Wellen unterwegs sind. Wir haben Sturmwolken, was die volumetrische Wolken sind, was ja auch nicht gerade so easy ist. Und jedes von unseren ganzen Vögelchen hat dann einfach eine eigene Föhr-Frisur, also Fellfrisur. Einmal in trocken, einmal in nass. Einmal trocken und in nass. Und dann manche noch in groß und in klein als Baby. Und mit Transparenzen in den Federn, was einen einfach die Hölle ist zu rendern, weil das Ewigkeiten braucht. Ja, weißes Fell rendern ist bäh, haben wir mittlerweile gelernt. Dunkles ist gut, aber nächstes Mal ganz warm. Gut, dass ihr keine Möbel habt. Ja, genau, gut, dass ihr keine Möbel habt. Haben wir uns irgendwann auch gedacht. Genau, fantastisch. Aber für Kate Winslet war uns nichts zu teuer. Auch man nennt das ja manchmal, wenn es besonders lange rendert, nennt man es teuer. Ja. Und wir haben dann halt ganz häufig immer wieder mit unserem Team dran arbeiten müssen. Unser Lead-Supervisor, der Alexander Hupperich, und auch unser Animator, der Supervisor für Animation, der Thilo Kiene, die haben dann die ganze Zeit immer wieder zusammengearbeitet, haben halt geschaut, wie man das noch ein bisschen vereinfachen kann, damit es einfach ein bisschen schneller als fertiges Bild rauskommt. Wie funktioniert das dann? Wird das hier gerendert auf den Maschinen oder mietet ihr da externe Rechenkapazitäten? Nee, wir können nichts annehmen. Wir haben eine Disney-Marvel-Zertifizierung und haben deswegen das Internet getrennt. Ja, Internet getrennt vom Produktionsnetzwerk. Mhm.
Das heißt, wir haben gar keinen Zugriff auf Internet von den Maschinen und deswegen mussten wir auch alles intern rendern und haben da entsprechend dank AMD, die uns dann nochmal ordentlich mit unterstützt haben. Mhm. Die haben uns dann, da kam irgendwo ein Päckchen von denen an mit CPU, so eine Grafikkarte und so weiter. Ja. Und jedes Mal könnt ihr auch froh sein, dass ihr welche gekriegt habt. Ja. Für Bitcoin rendern. Nee, da gab es dann welche. Ja, und dann habe ich wieder Maschinen zusammengeschraubt und so. Und das war, ja, das war also, aber der letzte Sommer, der war extrem heiß, das muss ich schon sagen, weil wenn dann hier alles rendert, alle Workstations rendern und auch unsere Server rendern, dann geht es hier nochmal hoch um 5 Grad und letzten Sommer war es ja sowieso so heiß. Ja? Also wir saßen hier zwischendurch irgendwie ab nachmittags irgendwie und haben dann Eis verteilt oder irgendwelche Kaltsmoothies oder unter Umständen auch kühle Fußbäder und so, damit wir dann einfach noch sinnvoll weiterarbeiten konnten. Und wir haben dann irgendwann mal sogar geschiftet, haben früher angefangen, sind da früher dann ins Freibad gegangen oder so, weil es alles keinen Sinn gemacht hat. Also heizen müssen wir ja eigentlich nicht wirklich. Nee, das stimmt. Mit einer Heizung. Also wir haben produzieren. Ja, genau. Aber wenn wir da jetzt so Disney Marvel raushören, ist da irgendwas jetzt im Gange? Nee, das ist aktuell jetzt mit den zwei gerade nichts, worüber wir sprechen können zumindest. Aha. Aber die Zertifizierung haben wir auch schon seit vielen Jahren. Wir waren, glaube ich, das zweite Studio in ganz Deutschland oder so, also das dritte, das diese Zertifizierung bekommen hatte. Angeblich hat uns damals die Person gesagt, die da war. Die schicken ja dann quasi jemand vorbei, der dann vor Ort die Sachen auditieren. Mit durchauditiert und das auch dann wieder erneut abnimmt. Und also das benötigt man, um auch schon Angebote abgeben zu können für diese Firmen zum Beispiel. Aber wir waren letzten November zum AFM drüben, also der American Film Market, und haben dort sozusagen ein Vorscreening gemacht von Manu, wo noch nicht alles ganz final war, sondern das war halt einfach so im fast Fertigzustand, würde ich jetzt mal sagen. Und da hatten wir dann unser erstes Screening vom Film oben in den AMC-Theatern in Santa Monica. Und direkt im Anschluss waren wir dann halt bei verschiedenen Studios und haben dann halt auch so angeklopft. Haben gesagt, hey, wir haben gerade einen ganzen Kinofilm fertig gemacht. Nächstes Jahr haben wir so ein paar Kapazitäten frei. Wir würden ganz gerne mal wieder bei irgendwelchen großen Hollywood-Produktionen mitmachen. Und da sind wir halt jetzt gerade dran, mit 2 oder 3 sozusagen genauer sich drüber zu unterhalten, was da rauskommt. Und dabei waren wir zum Beispiel zum allerersten Mal im Nakatomi Tower. Oh. Jetzt ein Profi. Ah, ich brauche euch ja nicht sagen. Ihr wisst ja, ihr kennt ihn natürlich. Ich glaube, in der 33. Etage oder wo waren wir da oben? Genau. Wir waren etwas enttäuscht, weil wir waren im Konferenzzimmer ohne Fenster. Ohne Fenster. Oh. Und wir haben nichts gesehen. Nein, also Gruß kam nicht in die Ecke. Gruß kam nicht in die Ecke. Und die Pizza haben wir erst danach gegessen. Muss man wenigstens im Fahrstuhl noch so ein Bild machen. Ja, ho, ho, ho. Ja, der Fahrstuhl war besonders, tatsächlich. Also den Fahrstuhl, den sie uns geleitet haben, das hatte ich so auch noch nie gesehen. Unten am Empfangsbereich wissen die schon, das sieht übrigens nicht mehr so schön aus wie im Film. Da gibt es so ein Starbucks drin oder so. Also so ein bisschen veramerikanisiert. Aber die wissen dann schon, wo du hin musst, in zwei Abteilungen, wo dein Meeting ist. Und dann gibt es da also eine Person, die ruft den Aufzug und stellt dich in den Aufzug rein und programmiert den Aufzug. Aber der Aufzug selber hat keine Tasten. Das heißt, man kann weder Stopp noch eine andere Etage, weder noch irgendwas. Man steckt da einfach nur drin und wird irgendwo wieder ausgespuckt sozusagen. Ja, super. War auch der allererste Aufzug, den ich hatte, der, wo man gar nichts drucken konnte. Also der hatte nichts, der war einfach nur, man ist nur befördert worden einfach. Genau. Ich habe auch noch einen Tipp bei Universal Studios, da gibt es eine Terminator 4D-Attraktion. Richtig, genau. Wobei, ich glaube, die ist mit die gibt's nicht draußen. Wir waren nämlich jetzt auch im November drin, haben aber nicht alles gesehen. Ich glaube, die haben mittlerweile das auch schon genommen. Weil da war ich zweimal drin, da ist schon eine Weile her. Ja, stimmt. Ich habe es einmal gesehen. Man sieht quasi einen 3D-Film. Mit echten Schauspielern auf Verbindung. Und dann ist es wie so eine Theateraufführung mit drin. Also kommen echte Schauspieler, die schießen dann mitten durch die Reihen und so. Mhm. Ja. Ja. Nee, aber es ist total beeindruckend, was die da so alles aufgebaut haben. Wir waren da direkt nach dem großen Brand in Los Angeles. Also wir sind so 4 Tage ein bisschen durch Kalifornien durchgefahren und wir hatten 2 Freunde dabei, die noch nie dort waren. Und denen haben wir dann einfach so ein bisschen was davon gezeigt, sind hoch nach San Francisco und dann über den Yosemite wieder zurück. Mhm. Und als wir dann ankamen, war gerade dieses große Feuer ausgebrochen. Das war echt dramatisch. Ja. Und dann hing einfach über noch tagelang irgendwie dieser riesengroße Qualm und Rauch in der Luft und alle Leute haben einfach darüber gesprochen. Und es war schon ein bisschen deprimierend und sehr, sehr traurige Stimmung in Los Angeles. Und wir sind dann halt an dem letzten Tag, bevor wir dann zurückgeflogen sind, sind wir nochmal in die Universal Studios gegangen und haben uns da eben die knackigsten neuen Sachen von diesen ganzen Entertainments angeschaut. Und das ist schon sehr beeindruckend. Also ich war nur in Florida. Universal Studios. Okay. Da würde ich aber nicht nur sagen. Die sind auch ganz schön Florida. Da hat es dann noch die Rest, die Disney Parks und die Animal Kingdom. Damals noch eine Hitchcock-Attraktion, deswegen wollte ich eigentlich hin. Die gibt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Okay. Da ist zum Beispiel so diese ganzen Sets nachgebaut, von das Fenster zum Hof, wo man dann so diese schönen Innenhof sieht und
Da gab es auch noch, ich glaube, von Das Boot, also konnte man so ein, oben auf so einen Turm drauf und haben sie mit Greenscreen dann das Wasser gemacht. Ja, okay. Krass. Ja. Ich habe von Universal Studios immer noch Back to the Future The Ride. Im DeLorean sitzt und durch das Zinsakoschild liegst. Großartig. Twister gab es auch, wo dann die Kuh vorbeiflog. Genau. Bei Dings in Disneyland gab es die Ariel-Show, wo es von der Decke geregnet hat. Oh, wir gehen und das Meer. Das war super, ganz hervorragend. Schön. Disney hat ja jetzt auch Star Wars offiziell. Die bauen das Disneyland so Paris. Park auch, ne? Ja, ja. Der war doch ganz groß. Aber Disneyland in Paris, die hatten ja schon Star Wars. Aber Paris baut den aber, glaube ich, nicht diesen großen Star Wars Park, oder? Das, oh, Star Wars Park. Also es gibt zwei. Park. Ja, was also, wisst ihr noch nicht? Das wird zweimal gebaut. Einmal in Florida, glaube ich, gerade auch. Hm. Und einmal, glaube ich, in Japan. Irgendwo. Also es gibt zwei Parks, wo dann wo das, da gibt es Thronaufnahmen, da müsste eine riesige, also gigantische Aufnahmen, also die bauen quasi ganze, die Tatooine nach sozusagen. Wow. Also richtig, da kann man da, also wirklich, und zwar nicht im kleinen Maßstab, sondern das ist so, ganze Stadt Foto sozusagen. Mit Star Wars Hotel, wo man dann drin schlafen kann, im Todesstern und so Sachen, so übernachten und so. Also das wäre mal was für euch. Aber sagt Bescheid, wir kommen mit. Was sind denn so eure nächsten Projekte oder woran arbeitet ihr jetzt gerade, worüber ihr reden könnt? Also worüber wir schon reden können, sind die eigenen Projekte, die wir weiter forciert haben. Unser Ziel ist es ja, dass wir einerseits als Dienstleister unterwegs sind für andere große Projekte, im Wesentlichen fürs Kino oder auch für Venues. Und dann machen wir eben weitere Eigenproduktionen und wir haben uns ja spezialisiert mit LuxFilm auf speziell Entwicklungen und Produktionen von Filmen, die entweder einen Haufen Visual Effects brauchen, um erzählt zu werden als Geschichte, oder eben ganz viel Animationen drin haben. Und das, was wir jetzt schon in der Schublade haben als Drehbuch, ist sozusagen Inverted. Das ist eine Geschichte, die in New York spielt. So eine Dreiecksgeschichte, wo es, ich sag immer, das ist so ein guter Breed zwischen Cliffhanger und 2012. Also ziemlich katastrophal, sehr dramatisch, sehr viel Abenteuer, reale Action. Schauspieler, sehr viel Action. In New York. Und aber auch eine Sozialgeschichte, okay, die eben einfach die Gesellschaft so ein bisschen umstülpt. Ist aber auch Realfilm, als Realfilm eigentlich gedacht. Und genau. Ja, ist eine ganz andere Kategorie, als wir jetzt gemacht haben. Da werden wir auch mal schauen, wie wir da weiter vorankommen jetzt. Aber da haben wir sehr gutes Feedback schon bekommen auf die Geschichte, weil die mal was Eigenständigeres, Neues ist. Nicht schon wieder eine Fortsetzung, wie so oft. Und da, ja, das wollen wir erstmal vorantreiben. Zusätzlich zu ein paar anderen Geschichten. Es gibt auch eine Idee weiter für das nächste Animationsfilmprojekt. Aber ja, das ist gerade alles noch im Entstehen parallel. Okay. Also dafür muss man ja leider nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich hoffe, die Finanzierung, wenn es dann aufbauen, so weit spruchreif ist, dann könnt ihr uns gerne mal eine Mail schicken. Speziell erwähnen dann. Ihr seid jederzeit wieder willkommen. Ich habe noch eine technische Frage zu Manu vergessen. Dieses Eclair Color, also das stand jetzt bei den Innenstadtkinos mit dabei bei einer Vorführung. Was ist das genau, dieses Eclair Color? Also das ist so eine spezielle Technik, habe ich auch. Also hat eine ganz besondere Dynamik von den Kontrastwerten und den Farben. Sowas wie HDR. Genau, HDR. Ah, okay. Und da sind wir extra während der Berlinale dann auch in Berlin in dem Labor gewesen und die haben dann uns sozusagen vorgeschlagen, dass sie das für diesen Film machen. Ja. Als besondere, also Eclair kam quasi auf uns zu und hat gefragt, ob wir denn nicht den Film auch in diesem Format haben wollen. Sie würden das auch machen für uns, weil sie das Projekt so toll finden. Ja. Und das hat uns natürlich sehr gefreut. Und da haben wir natürlich sofort Ja gesagt, weil das auch eine bessere Qualität ist als eine Standardqualität im Kino. Und da haben wir uns nicht zweimal bitten lassen. Genau. Und zusammengefasst kann man sagen, die Farben, die wir ja sowieso schon kreiert haben, strahlen ein bisschen mehr, sind ein bisschen stärker von Kontrastumfängen, dass halt die Sonne ist heller und die Schatten sind dunkler und alles, was dazwischen stattfindet, ist halt einfach besonders brillant. Und dadurch kommt das Bildmaster, was wir eigentlich gewohnt sind, auf dem Computer zu sehen, dann auch auf die Leinwand eher 1:1 rüber. Also durch die anderen Formate, die Standard sind bei DCPs, haben wir uns ein bisschen umgewöhnen müssen, weil das sieht dann einfach ein bisschen anders aus. Wir haben tolle Grading und Koloristen gehabt und dennoch haben wir einfach festgestellt, dass um die technischen Grenzen sozusagen einzuhalten, haben wir ein bisschen was an Brillanz verloren und durch Eclair gibt es das eben wieder. Also im Endeffekt reizen die, so habe ich es zumindest verstanden, die bestehenden Beamer, die sind über der normalen Spezifikation gebaut. Also die können technisch mehr, als sie im Kino als Standard zeigen dürfen, zum Beispiel auch durch die Stereo-Geschichten, da brauchen sie mehr Licht. Also das heißt, die können insgesamt eigentlich mehr Licht abgeben, als sie der typischen, dieses P3-Standards, glaube ich, entsprechen dürfen.
Und deren Lizenzierung ist sozusagen, dass sie dann also einen extra Teil des Beamers freischalten und dadurch eben noch mehr von den bestehenden Möglichkeiten der Beamer nutzen, um damit mehr aufs Bild, also mehr Informationen vom Bild auf die Leinwand zu bringen. Habe ich jetzt in dem Zusammenhang nämlich zum ersten Mal gehört. Also wir kannten es wohl auch nicht, aber... Ich werde mich mal davon überzeugen. Ja, wir haben den Unterschied gesehen dort bei denen im Gloria. Studio. Erzähl mal, wie es gewesen ist dann im Gloria am Sonntag. Im Gloria, du hast gesagt, 14 Uhr ist das, 13, ne? Ich kann es gerade nicht lesen, weil es hier ein bisschen duster ist. Ich glaube, 13 Uhr noch mal was oder so. Okay, alles klar. Okay. Ach ja, wir haben noch eine Frage. Ich habe nämlich heute mal ein bisschen rumgefragt unter meinen Followern. Das war ein bisschen kurzfristig, ob jemand Fragen an euch hat. Die Missy hatte gefragt, ob ihr ein Büro in Hollywood habt oder wie ihr an die Aufträge rankommt. Also wir haben kein Büro in Hollywood, aber wir sind ein bis zweimal im Jahr drüben und treffen dann halt regelmäßig auf die Personen, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben und auch die Personen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten möchten und versuchen da einfach den Dialog einfach regelmäßig zu halten, sodass wir immer mitkriegen, wenn es da irgendwas zu tun gibt, dass die dann das mal versuchen, mit uns zu arbeiten. Und da wir ja mittlerweile auch schon einiges an Projekten angesammelt haben, haben wir da jetzt auch ein ganz gutes Standing und freuen uns immer, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Gut. Okay. Ich denke mal, dann sind wir soweit durch hier zu dem Thema Manu, dem Film. Geht da mal alle rein. Also ich glaube, es ist ein schöner Spaß für Groß und Klein, würde ich sagen. Macht was auf jeden so Fall Spaß. Was ich jetzt gesehen habe, ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen, aber ich werde mich überzeugen. Es hat viel mit Fliegen zu tun und alle Leute, die jemals fliegen wollten über Nizza, die sind genau richtig. Man braucht keinen Flugsimulator. Also der Film soll für die ganze Familie sein und soll nicht nur die Kleinkinder ansprechen. Wir finden sogar, dass er nicht für die ganz Kleinen funktioniert. Also ich denke, so 4 Jahre oder so sollten die Kinder schon sein oder vielleicht sogar 5, um dann auch die Geschichte mitverfolgen und verstehen zu können. Aber es ist eher so ein Family Entertainment für die gesamte Familie. Und bisher ist das Feedback, das wir bekommen haben, sehr positiv. Also auch die Erwachsenen, die drin waren, die haben sich alle sehr darüber gefreut und haben die tollen Aufnahmen bewundert und teilweise gefragt, ob das echte Aufnahmen sind, die wir da hatten, was es definitiv nicht ist. Das ist alles aus dem Rechner. Oder haben auch Orte wiedererkannt, die sie selber dort schon besucht haben und haben sich darüber richtig gefreut. Okay. Also es ist, wir haben sehr viel Positives, auch zur Geschichte, auch zu den kritischen Dingen, weil die Geschichte sich auch ein bisschen zum Thema Rassismus eben positioniert und da auch eine Message hat. Und auch das kommt sehr gut an und sehr viele Erwachsene finden, dass das wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit auch ihren Kindern mitzugeben und freuen sich, dass wir diese Richtung da eingeschlagen haben. Ja, das ist gut. Weil man muss ja, wenn man Kinder hat, dann muss man häufig mal ins Kino gehen in irgendwelche Filme, wo man dann als Erwachsener da sitzt und denkt sich die ganze Zeit, oh, warum tue ich mir das jetzt an? Dem Kind gefällt's vielleicht, aber man sitzt da. Also, kenn ich. Und deswegen ist es schön, wenn es dann so Filme gibt, die für alle was sind, finde ich. Also wir haben uns da echt ein Vorbild genommen an den Pixar-Filmen. Wir wollten unbedingt, dass es verschiedene Ebenen gibt für unterschiedliche Altersklassen. Ich gehe total gerne in Pixar-Filme rein, obwohl ich keine Kinder habe. Sitze dann manchmal alleine irgendwie zwischen haufenweise Kinder und amüsiere mich köstlich. Also insofern, ich finde, Animationsfilme sind definitiv auch was für Erwachsene, gerade wenn sie irgendwie die gestalterische Design, Kunst und auch die die Wiedergabe von eigentlich natürlichen oder realen Orten als Animationsfilm zu schätzen wissen. Ich liebe das und deswegen haben wir auch so eine Art von Film gemacht. Und es ist einfach für unterschiedliche Altersklassen da. Und ich glaube, die Kernzielgruppe sind 6- bis 11-Jährige, die wir angepeilt haben. Aber eben auch alle anderen Altersklassen hatten wir in unserer Vorpremiere. Und die Älteste war 89. Und der hat es auch super gefallen. Okay. Also ich würde sagen, also darüber hinaus wissen wir jetzt noch nicht, ob es funktioniert. Genau, vielleicht müssen wir einfach noch sammeln. Ja? Also die Nächsten, die über 89 sind, bitte sagt uns, ob euch der Film auch gefallen hat. Also falls ihr Hörer habt, die darüber sind, dann gerne ein Feedback. Genau, schwierig, ja. Ausschließen möchte ich nichts. Genau. Ich muss ausschließen. Also ich werde das mal checken, mein kleiner ist 6 und ich bin noch keine 89. mal schauen, wie es mir gefällt. Aber für den ist es dann perfekt. Also, aber ich würde gerne von euch beiden wissen, wie es euch gefallen hat. Genau, unabhängig. Werdet ihr auf jeden Fall hier in der Sendung hören. Sehr gut. Ich kann nichts versprechen. Ja, wir sind da auch sehr offen für Kritik oder Konstruktive Kritik ist auch immer gut. Also konstruktive ist eine feine Sache. Genau. Auf jeden Fall. Vielen Dank euch beiden für die Einladung hier in die Lux Studios. Und vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ja, vielen Dank. Es war sehr interessant. Und wir wünschen euch alles Gute mit dem Film und mit allen Projekten, die ihr sonst noch so demnächst machen werdet. Ich hoffe, wir hören von euch und sind beim nächsten Mal wieder dabei. Perfekt. Ich wünsche dir einen guten Flug am Sonntag. Ach so, jetzt musste ich erst kurz überlegen. Flug. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.
bald im Kinocast.